Ja, ho, 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 hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Weihnachtsspecial. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, ist es. Frohen Heiligabend wünsche ich euch allen und ich hoffe, ihr habt gute Nerven mitgebracht, weil das wird ein etwas anderes, ja. Weihnachtsspecial, sage ich mal. Letztes Jahr hat es ja leider nicht so ganz geklappt, weil die Technik nicht so wollte, wie ich will. Ich wollte eigentlich letztes Jahr den Klassiker spielen, Santa Claus in Trouble, genau. Aber da waren die Eingaben viel zu verzögert, sodass das Spiel quasi unspielbar war. Und jetzt habe ich mir ein anderes für dieses Jahr rausgesucht und ich würde sagen, legen wir doch einfach mal los. So, How to Play. Schauen wir uns das mal an. Bei Kaspers Haunted Christmas. In the game's levels, you are Kaspar. You must stop your three uncles from doing their favorite place for time. Pastime. Scaring your young and nice friend Holly. Your three uncles, Fatso, Stretch and Stinky, are hidden in the decor and can appear at any time. You must hurry. If you see an object that seems to prevent one of the ghosts from appearing, you can move Casper toward this object and left-click your mouse on it. You can then move Casper and have him place the object where you want. But be careful. If you do not move the object to the right place, it will go back there as to where it was before. Ja, okay, also wir müssen quasi unsere Freundin davon beschützen, hier erschreckt zu werden. If you want Casper to perform an action at a precise place, move him to this place and left-click your mouse. You will see Casper turn around to change the environment. If Casper does not turn around to perform the action that you want, it means that nothing can be changed at this place. Okay, dann legen wir doch einfach mal los. Und schauen mal, was wir hier erreichen können. You must stop your three uncles from scaring your young and nice friend Holly. You must hurry. Was ist das jetzt für ein grüner Rahmen? Ist das vom Bandicam gerade? Denk eigentlich nicht. Continue. Ja, Tatsache. Kann ich jetzt hier. Ah, okay. Kann ich das hier oben hinstellen. Die Lampe. Beim Fernseher kann ich auf jeden Fall mit der Antenne irgendwas machen. Das ist die Frage. Ach ja, das Feuer löschen, ne? Wo war er noch? In dem Schrank hier. Den Schrank kann ich ja damit wahrscheinlich blockieren. Wie kriege ich jetzt den Stuhl vielleicht vor die Tür stellen? Und vielleicht den Stecker reinstecken. War's das? Ja, Level 1 geschafft, okay. Also so schnell geht das. Congratulations, Holly is safe. For the moment. Mal schauen, ob wir. Moment. So. Holly is safe for the moment. Ja, dann machen wir doch einfach mal weiter mit dem nächsten Level. Nachdem wir gerade gestört wurden. Briefkasten können wir vielleicht zumachen. So. Unter dem Haus. Die Frage ist nur, wir können wahrscheinlich den Kamin irgendwie mit dem verstopfen. So, die Tür. Hier können wir vielleicht. Ja, genau, aber. Vielleicht den Eiszapfen? Nee. Mit dem Knochen? Knochen- und Hundehütte, komm. So, erst noch die Tür. Nee, da oben, okay. Wie kriegt man das da oben hin? Ich wollte eigentlich den Sack vorher nehmen, ja. Nein! Nein! Tu es nicht! Okay,
den Weihnachtsmann hier draufpacken. Den Jack vielleicht hier irgendwo hinpacken. Nee. Den Knochen können wir hier hinpacken. Dann hier und hier. Vielleicht den Jack vor die Tür. Jetzt ist nur noch die Frage, wie kriegt man das da oben hin? Ja, ich weiß nicht, was man dazu noch machen kann. Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Verdammt. Gibt es hier sowas wie Pause? Nee. Ah, da oben. Wie auch immer. Okay, Level 2 ist damit auch erledigt. Die sind hinter der Tür lang gelaufen. Wow. Holy is safe for the moment. Okay. Autokino. An der Leinwand können wir... Ah! Nein, nicht das. Fuck you. Ja, so, da bin ich wieder. Ich wurde gerade maßgeblich gestört und deswegen muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen, aber... Und weiß leider auch schon die Lösung für alles, aber dementsprechend wird es auch nicht mehr lang gehen. Also es ist ein ziemlich kurzweiliges Spiel. Ich wollte die Aufnahme nicht komplett neu machen, deswegen... Wegen dem Anfang-Dingens da. Deswegen... ja, ich probiere es aber auch einfach, ob, dass ich nicht mehr aus dem Bild komme. Weil das wäre dann ganz schön. Man kann natürlich so ein bisschen auch was kombinieren, indem man jetzt hin und her schwebt und dann jedes Mal Zeug für drüben schon mal holt. Weil jetzt kann ich den Stuhl hier hinstellen, jetzt bin ich gleich beim Besen und kann mit dem Besen hier oben blockieren. Dann kann man sich ein bisschen die Wege verkürzen. Das Problem ist nur, dass Kasper halt so ein bisschen verzögert reagiert und deswegen ist das immer ein bisschen... Musste immer ein bisschen warten erstmal. Aber das kriegt man schon hin. Ja, den Weihnachtsmann wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen, aber ich setze ihn drauf. So. Ist sie fertig mit ihrem Schneemann? Und läuft wieder hinter der Tür durch. Da hat jemand bei Flash ein bisschen mit den Ebenen gepfuscht, wie es scheint. Aber ist okay. Kann ja mal vorkommen. Nobody is perfect. Und jetzt bin ich wieder zu hoch gekommen. Also die Leiste da oben einfach mal ignorieren. Aber ich habe jetzt einfach endlich mal in ein eigenes Fenster gesetzt, damit ich nicht versehentlich hier wieder in irgendwelche anderen Schwachsinnstabs reinfusche. Ja, war ein schöner Film. Ich habe zwar noch mein ganzes Popcorn übrig, holy, aber ja. Holy Christmas. Holy Christmas. So. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spielchen. Und vielleicht so ein bisschen eine Kombination aus Ding und Ding. Mist schon. Ah, halt. Ups. Wenn mir der Name einfallen würde, Halloween und Weihnachten, ne? Hier so mit den Gespenstern. So, dann den Schneeballen. Das können wir hier mal den hier machen. Und dann können wir hier unten irgendwas machen. Und dann können wir hier das Schild verladen. Verschrickt sich aber auch schnell. Ich meine, sie kennt Kasper, sie kennt einen Geist, aber verschrickt sich bei anderen Geistern, obwohl sie weiß, dass es Geister gibt, also... Aber wir müssen sie schützen und das haben wir soeben getan. Und deswegen heißt es jetzt, Congratulations! You kept the ghostly trio away from Holly. Jawoll! Bei the movie, nein danke, also das war so ein bisschen so ein, Werbespielchen quasi für irgendeinen Film von Kasper. Ah, Kasper's Haunted Christmas heißt das sogar, okay. Check off the official website, nein, danke. Und bringt jetzt natürlich nichts, weil, ja, dadurch, dass ich die... Da hat's mir ein bisschen die Aufnahme zerschossen, aber ich hoffe mal, ihr hattet trotzdem ein wenig Spaß an diesem kleinen Special-Video.
Und ich würde mich freuen, wenn man sich auch vielleicht woanders wieder sieht, so wie über einen Kommentar oder eine Bewertung. Und ja, ansonsten war es das jetzt erstmal. Macht's gut. Ciao, Leute.